Erstmals seit Jahren hat die Polizei in Berlin Wasserwerfer eingesetzt. Der Grund? Hartnäckige Proteste von Gegnern der deutschen Corona-Politik. Fast 15.000 Menschen versammelten sich zwischen Reichstag und Siegessäule. Die Mehrheit der Demonstranten trug keine Masken und hielt nicht den erforderlichen Mindestabstand ein. Trotz mehrfacher Aufforderungen der Polizei drängten die Demonstranten gegen Mittag in Richtung Reichstag. Mehrere Demonstranten durchbrachen zwischenzeitlich die Absperrung. Die Versammlung wurde aufgrund der Verletzung der Auflagen von der Polizei beendet. Dazu wurden insgesamt 7 Wasserwerfer der Polizei angewendet. Nach 3 Stunden konnte die Versammlung von der Polizei aufgelöst werden. Mehrere Beamte der Polizei sowie Demonstranten wurden im Zuge von vereinzelten Rangeleien verletzt.